Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins auf MyRegioTV. 14-tägig erzählen wir hier die Geschichten der Menschen im Kreis und schauen wie immer mit der Kamera auch hinter die Kulissen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier sind die Themen unserer aktuellen Sendung. Cluster-Kopfschmerz, der stärkste Schmerz, den der menschliche Körper zu erzeugen imstande ist. Wir besuchen den CSG, den Bundesverband der Cluster-Kopfschmerz-Selbsthilfegruppen. Nehmen teil an der musikalischen Früherziehung, bei der Kinder auf spielerische und natürliche Weise elementare musikalische Fähigkeiten entwickeln und wollen in der Erlebnisausstellung Finanzanlage das Thema Geldanlegen einmal genauer unter die Lupe nehmen. Die Ursache des Cluster-Kopfschmerzes, dem laut Fachliteratur wohl stärksten Schmerz, den der menschliche Körper zu erzeugen imstande ist, ist nach wie vor unbekannt. Er findet in aller Regel im Bereich von Auge und Schläfe statt und tritt vermehrt bei Männern auf. Wir wollen über diese im Verhältnis immer noch seltene Krankheit mehr erfahren. Kopfschmerzen quälen fast jeden irgendwann. Nach Rückenschmerzen sind sie die zweithäufigste Schmerzform. Die internationale Klassifikation unterscheidet über 220 Kopfschmerzarten. Dabei ereilen rund 90% der Betroffenen gelegentlich auftretende Spannungskopfschmerzen. Zu fast unerträglichen Schmerzen hingegen kommt es beim Cluster-Kopfschmerz. Der Cluster-Kopfschmerz ist eine der schlimmsten Schmerzerkrankungen, die man kennt. Es ist der schlimmste Schmerz, den der menschliche Körper zu erzeugen imstande ist. So steht es in der Literatur. Der Schmerz findet fast ausschließlich im Augenschläfenbereich statt, immer auf derselben Seite und immer auf nur einer Seite. Entsprechende Begleitsymptome treten auch nur auf dieser einen Seite auf. Das heißt, das Auge tränt, das Auge ist gerötet, die Nase verstopft oder die Nase läuft. Aber alles immer nur auf dieser einen der schmerzenden Seite. Von Betroffenen wird dieser Schmerz oftmals so beschrieben, als wenn ein glühender Dolch ins Auge gestoßen wird. Der intensive Schmerz erreicht innerhalb weniger Minuten sein Maximum und dauert meist von 15 Minuten bis zu 3 Stunden an. Trotz seiner relativen Seltenheit zählt der Cluster-Kopfschmerz nicht zu den seltenen Krankheiten, da diese über höchstens 5 Betroffene auf 10.000 Einwohnern definiert wird. Für die Bundesrepublik Deutschland rechnen wir mit etwa 100.000 bis 120.000 Betroffene. Großteil derer sind Männer, geschätzt etwa 80%. Das Auftretensalter ist bei den Männern überwiegend um das 30. Lebensjahr, bei den Frauen unterschiedlich 20. oder 40. Lebensjahr findet eine Häufung statt des ersten Auftretens der Erkrankung. Wenn sich bei Jakob Terhaag die ersten Anzeichen einer Attacke bemerkbar machen, muss alles sehr schnell gehen. Die erste Wahl ist dabei die Inhalation von reinem Sauerstoff, der aus einer Druckgasflasche kommen muss. Da Alternativen nicht die erforderliche Reinheit erreichen oder nicht die erforderliche Durchflussmenge bereitstellen können. Neben der Sauerstoffinhalation, die wir gerade schmerzhaft erleben durften, und die in etwa 70% der Fälle innerhalb von 10-15 Minuten schmerzfrei macht, haben wir für die Fälle, wenn der Sauerstoff nicht hilft, spezielle Medikamente, die sogenannten Triptane, die man dann entweder als Nasenspray oder eben als Injektion verabreicht. Und damit sind wir dann also noch deutlich schneller schmerzfrei. Allerdings auch mit den entsprechenden Nebenwirkungen der Pharmazeutika. Der Cluster-Kopfschmerz ist bei weitem keine neue Erkrankung. Bereits Thomas Jefferson oder Franz Kafka litten unter diesem Phänomen, das vor allem auch vom Partner oder der Familie eines Betroffenen einiges abverlangt. Immer wieder stellt auch ein großes Problem dar, dass die Angehörigen dem Patienten in der Attacke helfen wollen. Sie können es nicht. Und im Gegenteil, die Patienten können es in aller Regel nicht leiden, während der Attacke auch noch berührt oder bemitleidet zu werden. Dadurch kommt es verschiedentlich dann sogar bis hin zu Eheproblemen oder Partnerschaftsproblemen. Da ist einfach die Information für die Angehörigen enorm wichtig,
den Patienten in der Situation einfach nur in Ruhe lassen. Der Bundesverband der Clusterkopfschmerz-Selbsthilfegruppen hat bundesweit etwa 50 Ansprechpartner, die vor Ort die Betroffenen und die Angehörigen betreuen. Hier für den Kreis Heinsberg, Aachen und Düren bin ich der Ansprechpartner und betreue hier in der alten Schule in Braunsrath, Ortsteil der Gemeinde Waldfeucht, etwa 40 Betroffene plus deren Angehörige. Die Räumlichkeiten hier in der Schule sind uns dankenswerterweise zu sehr guten Konditionen von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden. Clusterkopfschmerz. Eine Heilung ist nach heutigen medizinischen Erkenntnissen nicht möglich. Nutzfahrzeugservice Aretz, Ihr Iveco-Servicepartner in Erkelenz. Neben LKW und Kleintransportern der Hausmarke Iveco reparieren und warten wir auch alle Fremdfabrikate, führen die jährliche UVV-Prüfung Ihrer Ladebordwand durch, bieten Ihnen Iveco Gebrauchtfahrzeuge, sind der richtige Partner für Ihr Wohnmobil und ermöglichen Ihnen das Tanken rund um die Uhr an unserer Dieseltankstelle. Nutzfahrzeug-Service Aretz, immer für Sie da. Edeka Henskes in Wassenberg. Täglich Frisches von 17 bis 21 Uhr. Eine riesige Auswahl vitaminreicher Obstsorten und viel Frisches vom Bauern um die Ecke. Qualität aus Meisterhand mit weit über 100 Wurst- und Fleischspezialitäten und einer reichhaltigen Auswahl an frischem Fisch. Im Weinsortiment finden Sie für jeden Gaumen den richtigen Tropfen. Den großen Durst stillen Sie in unserem Getränkemarkt. Auf Wunsch auch mit Lieferservice. Edeka Henskes. Wir lieben Lebensmittel jeden Tag. Die musikalische Früherziehung umfasst das Lebensalter von ca. 4 bis ca. 6 Jahren und gilt als vorbereitender Unterricht für den späteren Instrumental- bzw. Gesangsunterricht. In der Musikschule Gallenkirchen begleiten wir Musiklehrerin Larissa Obst beim Unterricht mit dem musikalischen Nachwuchs. Seit 1969 ist die Musikschule Gallenkirchen ein eingetragener Verein, dessen Aufgabenstellung eine früh einsetzende und umfassende musikalische Ausbildung ist. Nach der Zwergenmusik für die 2- bis 3-Jährigen geht es in die musikalische Früherziehung zu Larissa Obst. Da gibt es zunächst einmal einen farbigen Anwesenheitsstempel im großen Musikordner. Die musikalische Früherziehung gilt als Vorbereitung für den späteren Musik- und Gesangunterricht und wird angeboten für Kinder von 4 bis 6 Jahre alt. Bereits die Begrüßung der Kinder ist die erste kleine Übung, bei der rhythmisch geklatscht und gestrampelt wird. Die Förderung des Rhythmusgefühls ist für Larissa Obst ein wichtiger Bestandteil ihres Unterrichts. Mit den Klanghölzern, die den Kindern auch eine ganz besondere Körperwahrnehmung vermitteln, wird dies weiter unterstützt. Für Saskia Kreuzkamp, selbst Sängerin und verheiratet mit dem Musiker Michael Kreuzkamp, der als 4-Jähriger auch seine musikalische Grundausbildung hier erhielt, steht fest. Unser Kind geht in die Musikschule, weil wir denken, dass das für die Entwicklung nicht verkehrt ist. Und da wir beide sehr musikalisch sind, möchten wir, dass unser Kind da auch so ein bisschen in die Fußstapfen tritt und da so ein bisschen was von mitbekommt. Damit dieses Ziel erreicht wird, ist die Schulung des Gehörs ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. So, und jetzt schläft die Katze erstmal und dann tanzen die Mäuse. Durch diese Übung, die Kinder, die müssen aufpassen, die müssen hören, verschiedene Töne und müssen auch zu der Musik reagieren. Zum Abschluss wird das Erlebte noch einmal in einer Malübung aufgearbeitet, bevor für die 3- bis 4-Jährigen die heutige Unterrichtsstunde zu Ende geht. Toll ist, ich mache immer Musik in der Musikschule und ich kann immer malen. Ich finde toll, dass wir so viel malen und mit den Klanghölzern spielen.
Ich finde es schön, dass ich gut Lieder spiele. Für die Nachfolgegruppe stehen heute die Instrumente Trommel und Klavier im Mittelpunkt. Das sind Kinder, die sind 4 und 5 Jahre alt. Die waren schon zum Teil als Zwerge bei mir in der Musikschule und die haben schon ganz viel gelernt. Das rhythmische Spielen auf der Trommel, das lernen die Kinder auch im Laufe der Zeit. In dem 2. Jahr können die auch bestimmte Rhythmen nachspielen. Dabei gefällt den Kleinen aber nicht nur der Rhythmus ihrer Trommel. Das ist toll, dass die so lang trommelt, dass die schön laut ist. Diese Früherziehung ist im Grunde genommen sehr wichtig zur Vorbereitung in spätere Leben für die Kinder, wenn sie in die Schule kommen. Sie sind also bevorteilt natürlich mit Musikunterricht, aber vor allem auch mit logisches Denken, weil man bedenkt, dass Notenlesen und Mathematik, Rechnen, doch sehr viel gemeinsam haben. Und dadurch doch einen logischen Abgang finden im Gehirn für die Kinder, wie sie sich schneller kleine Summen zusammenrechnen können. Für die Instrumentenkunde geht's noch ans Klavier oder besser gesagt an den Flügel, dessen Funktionen die Kleinen in seinen Bann zieht. Damit es aber nicht zu theoretisch wird, dürfen sie natürlich auch selbst einmal in die Tasten greifen. Seit über 40 Jahren hat sich die musikalische Früherziehung bereits an den deutschen Musikschulen etabliert und fördert elementare Eigenschaften in der Entwicklung der Kinder. Wissen, worauf es ankommt. Dr. Hahn, Bänder für Metall- und Kunststofftüren. Die Menschen im Unternehmen sind die Quelle unseres Erfolgs. Verantwortungsvolle Tätigkeiten an hochmodernen Maschinen. Und die persönliche Identifikation mit den Aufgaben lässt uns noch besser werden. Aus hervorragenden Ideen werden erfolgreiche Produkte. Und ein reibungsloser Arbeitsablauf schont Zeit und Ressourcen. Werden auch Sie Teil dieser erfolgreichen Entwicklung? Wir Deutsche gelten als echte Sparweltmeister. Im Schnitt legen wir jährlich rund 10% unseres verfügbaren Nettoeinkommens auf die hohe Kante. Umso mehr stellt sich die Frage nach der richtigen Anlageform. Eine Erlebnisausstellung der Volksbank Heinsberg beantwortet so manche Frage auf leicht verständliche Weise. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Finanzthemen zu begreifen und für die Zukunft die richtigen Weichen zu stellen. In der Erlebnisausstellung Finanzanlage kann man die Aspekte rund um das Thema Geld anlegen, im wahrsten Sinne des Wortes anfassen, erleben und begreifen. Zunächst einige Hintergründe. Wir in Deutschland sind nicht nur Fußballweltmeister, wir sind auch Sparweltmeister. Das bedeutet, ca. 5,3 Billionen Euro haben wir an angelegtem Privatvermögen. Davon sind allerdings 80% niedrig verzinst angelegt. Was macht das Ganze aus im Vergleich zu anderen Ländern oder Staaten? Die jährliche Rendite in den USA liegt bei 3,5%, dahingegen in Deutschland um ungefähr 1% weniger. Was bedeutet das? In der Zeit, wo sich bei uns das Vermögen verdoppelt, verdreifacht sich das Vermögen in den USA. Mit der Ausstellung will die Volksbank Heinsberg Berührungsängste abbauen und dazu beitragen, dass der Sparer bei der Entscheidung für seine Geldanlage ein bisschen genauer hinschaut. Wir haben uns vor gut 2 Jahren Gedanken gemacht, wie können wir das Thema Finanzen erlebbar für unsere Kunden begreifbar machen. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir gemeinsam mit unserer Investmentgesellschaft, der Union Investment, eine Erlebnisausstellung kreieren. Und daraus ist die Ausstellung, die Sie hier sehen, entstanden.
Mit Kundenbetreuerin Sabrina Heinrichs erkunden wir die einzelnen Stationen dieser Ausstellung. Wir sehen das Vermögen einmal im Ursprungszustand und einmal, wie es heute aussieht, und sehen, dass es nicht mehr ganz optimal ist. Das heißt, wir müssen gegen den Wertverlust arbeiten und gegensteuern. Dazu nehmen wir den Hebel in die Hand und sehen, wie das Vermögen nach und nach reanimiert wird. Hier geht es um das Thema Struktur und Stabilität. Sie sehen einmal das Vermögen, das in einer Anlageform angelegt ist, und einmal das Vermögen, das strukturiert angelegt ist. Was passiert, wenn wir die Stabilität der Anlage mal testen? Sie sehen, hier schlägt der Impuls voll durch. Das heißt, das Vermögen in einer Anlageform wird deutlich mehr in Unruhe versetzt als das stabile Vermögen. An dieser Station geht es um das Thema Strategie und Wachstum und welch enormen Effekt der Zinseszinseffekt für unser Vermögen hat. Wir gehen von einer Ausgangssumme von 10.000 Euro aus, die wir über 15 Jahre zu unterschiedlichen Zinssätzen anlegen. Einmal zu 0,5%, da hätten wir nach 15 Jahren Erträge in Höhe von 777 Euro. Dagegen bei 5% Rendite hätten wir nach 15 Jahren unser Vermögen mehr als verdoppelt. Wir testen mal, was die Aktienmärkte nicht nur mit unserem Vermögen, sondern auch mit uns machen. Sie sehen, bei einem kurzen Anlagezeitraum ist die Schwankungsbreite enorm groß. Das heißt, wir müssen Durchhaltevermögen beweisen. Jetzt beweisen wir Ausdauer und legen unser Geld mal etwas länger im Aktienmarkt an. Sie sehen, die Schwankungen werden ein Stück weit geglättet. Das heißt, unsere durchschnittliche Rendite pendelt sich auch da im positiven Bereich an. Was bisher nur abstrakt erklärt werden konnte, setzt sich in der Ausstellung in Bewegung, macht das Thema lebendig und für alle Altersgruppen leicht verständlich. Damit sind wir auch diesmal am Schluss unseres aktuellen Magazins. Ich hoffe natürlich, es hat Ihnen wieder ein wenig Spaß gemacht. Die nächste Ausgabe stellen wir pünktlich ab dem 25. Februar hier bei Maregio TV für Sie bereit. Bis dahin wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich eine schöne Zeit.